Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein Video über Kreatin. Und zwar will ich euch versuchen zu erklären, warum Kreatin wirkt, warum es eines der besten Nahrungsergänzungsmittel ist und warum es so beliebt in Deutschland ist und warum ihr das nehmen solltet oder nicht und welche Sachen ihr beachten müsst, wie ihr es einnehmen müsst und was ihr überhaupt kaufen sollt an Kreatin, weil es gibt ja viele verschiedene Sorten, Arten und so weiter, und da wollte ich einfach ein bisschen Klarheit schaffen, das wissenschaftlich auch erklären und belegen, damit ihr da ordentlich Bescheid wisst und das nächste Mal vielleicht, wenn ihr Kreatin nimmt, das anders nimmt oder ein anderes Kreatin generell kauft oder damit anfangt, Kreatin zu nehmen. Aber bevor wir mit dem Video loslegen, wenn euch das Video gefällt, dann gebt natürlich einen Daumen nach oben. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal. Das würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und falls ihr andere Supplemente erklärt haben wollt, wissenschaftlich fundierte Studien darüber hören wollt und so weiter, ob das wirkt oder nicht, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben und dann mache ich dazu ein anderes Video. Okay, aber heute Kreatin. Und zwar Kreatin, ich habe das Video aufgeteilt, dass ich am Anfang die Wirkungsweise, warum das wirkt, wissenschaftlich erklärt, dann was für Auswirkungen Kreatin hat, beziehungsweise welche Folgen und Effekte Kreatin hat, welche Nebenwirkungen vielleicht bei Kreatin auftreten können und abschließend noch die Dosierung beziehungsweise die Einnahmeempfehlung. Da gibt es ja auch verschiedene Sichtweisen und da würde ich euch einfach die wissenschaftlich fundierteste nennen. Kreatin zählt zu eines der wirkungsvollsten und bekanntesten Nahrungsergänzungsmitteln auf der kompletten Welt. Und zwar hat man schon vor 50 Jahren Kreatin erforscht und am Anfang hat man das nicht für den Sport verwendet, aber irgendwann hat man festgestellt, dass es sehr, sehr gute Wirkungen auf Sportler hat und hat es dann als Nahrungsergänzungsmittel hergestellt und somit kam es am Ende dann zum Sport. Und wie gesagt, es gibt schon Forschungen, die 50 Jahre zurückliegen. Und das zählt auch zu eines der oder am besten erforschtesten Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Und das Ganze, warum das so wirkungsvoll ist, liegt an der Energiebereitstellung. Und zwar braucht ihr ATP, Adenosintriphosphat, um eine Muskelkontraktion herzustellen. Also immer wenn ihr euch bewegt, wenn ihr eine Übung im Fitnessstudio macht, braucht ihr ATP. Der Körper, der hat einen gewissen Speicher von ATP, aber der ist relativ schnell zu Ende. Also muss der Körper Energie gewinnen durch Energiebereitstellungsprozesse, um den Körper halt dauerhaft leistungsfähig zu halten und dauerhaft einfach Energie zu produzieren, damit man die verbrauchen kann in zum Beispiel Muskelkontraktion. Okay, also sagen wir machen eine Muskelkontraktion. Der Körper verbraucht das energiereiche ATP, wird zum energiearmen ADP. Und dann ist der Körper so programmiert, dass es verschiedene Energiebereitstellungsprozesse gibt. Vielleicht habt ihr davon gehört, die sind nicht alle so abgestuft, die fangen langsam an. Aber der Energiebereitstellungsprozess, der am Anfang für sportliche Leistungen ca. 45 Sekunden, das kommt immer auf die Literatur an, die man hat, beziehungsweise welche Studien, so lange gewinnt der Körper seine ATP über ADP und Kreatinphosphat. Und zwar wird das ATP durch ADP und Kreatinphosphat resintiert. Das heißt, mit Hilfe von Kreatinphosphat wird neue Energie gebildet. Deshalb macht es am meisten Sinn für Kraftsportler und für Schnellkraftsportler, Kreatin zu supplementieren, weil es den Energiebereitstellungsprozess unterstützt. Und zum Beispiel für Ausdauersportler macht es eher weniger Sinn, weil die Energiebereitstellung eben nur 45 Sekunden circa anhält und ein Ausdauersportler natürlich viel länger als 45 Sekunden seine Belastung aufrechterhalten muss. Deshalb ist die größte oder die meiste Energie wird nicht aus der ADP
und Kreatinphosphat-Resynthese gewonnen, sondern zum Beispiel durch aerobe Energiebereitstellungsprozesse, zum Beispiel durch Fette oder durch Kohlenhydrate. Deshalb hat eine Kreatinsupplementation zum Beispiel für Ausdauersportler keine Wirkung, beziehungsweise macht es einfach nicht so viel Sinn, dass die Kreatin zu sich nehmen. Also wir hatten jetzt die Ausdauersportler, für die es eher keinen Sinn macht, Kreatin zu supplementieren. Und wir hatten die Kraft- und die Schnellkraftsportler, für die es durchaus sehr viel Sinn macht, dadurch, dass die Belastungszeit so kurz ist. Allerdings haben wir jetzt auch noch die Vegetarier und die Veganer, für die es sehr sinnvoll ist, zu sich zu nehmen. Dadurch, dass das natürliche Kreatin ist ein natürlicher Stoff, der kommt in Fleisch und in Fisch vor. Und dadurch, dass Vegetarier und Veganer natürlich kein Fleisch und kein Fisch essen, haben die überhaupt keinen Zugang zu natürlichem Kreatin. In Pflanzen gibt es nur Spuren davon, aber das reicht natürlich niemals, um den täglichen Bedarf an Kreatin zu decken. Jetzt ist es so, dass falls ihr den Kreatinbedarf mit natürlichen Lebensmitteln decken wollt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, weil ihr müsstet ungefähr 1 Kilo Fleisch oder Fisch am Tag essen, um den täglichen Bedarf zu decken. Deshalb ist es sehr sinnvoll, das eben zusätzlich zu supplementieren. Das ist so, der Körper, der produziert ungefähr 1 bis 1,5 Gramm, kann der Körper aus Aminosäuren zum Beispiel in Bauchspeicheldrüse, in der Niere oder in der Leber selber synthetisieren. Aber einen täglichen Kreatinbedarf von ungefähr 5 Gramm, sage ich jetzt mal, das kommt auch immer drauf an, aber wir sagen 5 Gramm, deckt ihr so natürlich niemals. Und diese restlichen 3 bis 4 Gramm müsstet ihr dann mit ungefähr 1 Kilo Fleisch oder 1 Kilo Fisch jeden Tag so decken. Und deshalb macht es viel mehr Sinn, zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsmittel wie Kreatin, Monohydrat oder Kreapur zu nehmen. So, jetzt kommen wir auch schon zu den Effekten oder was für Auswirkungen eine Kreatineinnahme hat. Und zwar, die meisten Effekte hängen mit der Energiebereitstellung zusammen. Das heißt, zum Beispiel der Power-Output, der ist sehr viel größer, wenn man Kreatin einnimmt. Euer Muskelkreatingehalt erhöht. Dadurch, dass es durch Kreatin zu Wassereinlagerungen kommt, steigt euer Körpergewicht und eure Glykogenresynthese wird leicht verbessert. Das sind die wissenschaftlich fundiertesten und relevantesten Auswirkungen von Kreatin. Und wie vorher bereits gesagt, hängen alle leistungssteigernden Effekte miteinander zusammen. Und da ist auch die Studienlage wirklich sehr eindeutig. Durch den erhöhten Kreatingehalt in euren Muskelzellen ihr einen erhöhten Power-Output habt und somit mehr Kraft habt. Durch eine Einnahme von Kreatin wird die Resynthese von ATP deutlich verbessert und deshalb habt ihr nachher die positiven Auswirkungen auf eure Kraft und eure Leistung. Dadurch, dass ihr der körpereigene Kreatinspiegel bleibt ungefähr gleich, aber dadurch, dass ihr zusätzlich Kreatin zuführt, wird das Potenzial vom Kreatin um fast ein Viertel gesteigert. Deshalb, wie gesagt, habt ihr die positiven Effekte. Es gibt ja viele Mythen um Kreatin, zum Beispiel die Wassereinlagerung. Und wie vorher bereits gesagt, es kommt zu Wassereinlagerung. Allerdings sind die nicht unter der Haut, sodass ihr komplett aufschwemmt, sondern die sind in der Zelle. Das heißt, falls ihr zum Beispiel Bodybuilder oder sowas seid, kommt es eher zu einem Effekt, dass eure Muskeln viel praller aussehen, dadurch, dass das Wasser in der Zelle ist und nicht unter der Haut. Genau, und Kreatin hat eventuell noch einen positiven Effekt. Die ganzen Studien, die gemacht wurden, drehen sich halt alle um die physische Wirkungsweise. Allerdings gibt es auch manche Studien bzw. Erkenntnisse darüber, dass es eventuell auch Auswirkungen auf zum Beispiel die Gedächtnisleistung haben kann. Und zwar gerade bei dem Aspekt, dass eventuell die geistige Ermüdung verringert wird. Dieser Aspekt kann wirklich sehr wahrscheinlich sein, aber man braucht einfach noch mehr Forschung bzw. spezifische Forschung auf die Gedächtnisleistung. Und zwar könnte es sein, dass eventuell Kreatin gerade bei älteren Menschen, bei Vegetariern oder Veganern, wo natürlich geringen Kreatingehalt haben,
dass wenn die Kreatin zu sich nehmen, supplementieren, dass eventuell das Arbeitsgedächtnis verbessert wird. Aber wie gesagt, dazu braucht man einfach noch mehr Forschung und das ist jetzt nicht wissenschaftlich bestätigt, das sind nur Annahmen, die gemacht wurden. Okay, kommen wir schon zu den Nebenwirkungen. Und zwar gibt es ja über Kreatin, wie vorher gesagt, viele Mythen. Alle Studien sind der Meinung, dass Kreatin keine Nebenwirkungen hat. Das heißt, es ist sehr sicher, Kreatin zu nehmen. Und zwar gab es früher die Fehlinterpretation, falls man zum Beispiel beim Blutabnehmen einen hohen Kreatiningehalt im Blut hatte, dass das Anzeichen waren für eine Nierenschwäche oder eine Nierenerkrankung. Allerdings, dadurch, dass man Kreatin nimmt, wird der Kreatiningehalt im Blut bewusst erhöht. Deshalb ist es kein Indikator auf eventuelle Nierenschwächen oder Nierenerkrankungen oder sowas. Also falls ihr einen erhöhten Kreatiningehalt im Blut habt und Kreatin zu euch nehmt, das ist völlig normal. Ihr müsst es einfach eurem Arzt sagen, damit eventuelle Fehldiagnosen einfach ausgeschlossen sind. Es können aber auch Nebenwirkungen wie zum Beispiel Mundgeruch oder Blähungen oder sowas auftreten. Zum Beispiel kann aber Kreatin auch zu Durchfall oder Übelkeit führen, falls ihr Kreatin überdosiert, das heißt zu viel auf einmal nimmt. Deshalb verteilt es lieber über den Tag oder nimmt es halt in kleinen Mengen. Eine Nebenwirkung von der Einnahme von Kreatin bewirkt diese Eigensynthese von Kreatin durch euren Körper, wird gestoppt. Das heißt, er geht immer weiter zurück. Allerdings ist es kein bleibender Effekt, der ist reversibel. Das heißt, wenn ihr die Kreatineinnahme wieder stoppt, fängt der Körper wieder an, selber Kreatin zu produzieren. Von dem her ist es nicht wirklich eine Nebenwirkung, beziehungsweise ist keine schlechte Sache. So, das war's zu den Nebenwirkungen. Kommen wir jetzt zu der Dosierung bzw. der Einnahme. Und zwar gibt es da ja auch viele Ansatzpunkte bzw. viele Methoden, wie Kreatin eingenommen wird. Und das Grundsätzliche ist entweder in der Kur oder in der Dauereinnahme. Und zum Beispiel mit Ladephase oder ohne. Und zwar kann ich euch allerdings nur empfehlen, dass ihr Kreatinmonohydrat oder Kreapur zu euch nehmt. Zum Beispiel die ganzen anderen Kreatinformen wie Kreatin HCl, Crea, Alkalin und was es alles gibt, die sind alle unnötig und die kosten einfach viel mehr und bescheren euch keine zusätzlichen Wirkungen, weil es ist egal, wie schnell das Kreatin resorbiert wird. Das einzig Wichtige ist, dass ihr das täglich zu euch führt, sodass der Kreatingehalt immer hoch ist und deshalb kauft lieber Kreatinmonohydrat oder Kreapur. Ich kann euch zum Beispiel Kreapur empfehlen. Es ist reiner, das heißt, es durchläuft einfach noch einen weiteren Filtrierungsprozess und es wird in Deutschland hergestellt. Deshalb ist es ein bisschen teurer, ist ein geschützter Name. Und falls ihr das seht dann und das Geld habt, dann kauft lieber das Kreapur. Aber Kreatinmonohydrat ist auch komplett okay. So, zur Dosierung von Kreatin. Wie vorher gesagt, gibt es ja entweder die Kur oder die Dauereinnahme und eben die Ladephase oder keine Ladephase. In einer Kreatin-Dauereinnahme nehmt ihr einfach 3 bis 5 Gramm täglich, auch an trainingsfreien Tagen. Oder ihr nehmt 0,03 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist ungefähr ein safer Wert. Es gibt Annahmen, die besagen, dass wenn ihr eine hohe Muskelmasse habt und einen hohen Aktivitätslevel, dass dann auch eine Einnahme von 10 Gramm vorteilhafter bzw. nützlicher sind, wie jetzt nur 5 Gramm. Aber das ist wirklich nur, wenn ihr eine sehr hohe Muskelmasse und ein sehr hohes Aktivitätslevel am Tag habt. Sonst ist eine Einnahme von 5 Gramm völlig in Ordnung. Die 10 Gramm, die sind auch für Personen geeignet, die zum Beispiel auf die 5 Gramm nicht ansprechen. Also es gibt nicht jeder Mensch profitiert von jedem Vorteil von Kreatin. Das muss euch auch bewusst sein. Manche haben da einfach genetisch eine bessere Aufnahme oder sowas und das Kreatin wirkt mehr als bei anderen. Das ist leider einfach so, da kann man nichts ändern. Und für die, die zum Beispiel Kreatin mit 5 Gramm nehmen und es gar nichts bringt, die können es vielleicht auch mal mit 10 probieren. Aber bei 10 Gramm würde ich es wirklich empfehlen, aufzusplitten. Okay, und jetzt kommen wir noch zur Kur
bzw. einer Ladephase. Und zwar, ich höre es immer wieder oder lese es auch, dass man Kreatin mit einer Ladephase beginnen sollte. Das heißt zum Beispiel 10 Gramm über 10 Tage oder 0,3 Gramm über 5 bis 7 Tage und danach eben die 3 bis 5 Gramm und dann entweder in der Kur, also eine Kur geht ungefähr 3 bis 4 Wochen oder halt in der Dauereinnahme. Es gibt keine Studie, die die Vorteile von einer Ladephase gegenüber einer normalen Einnahme von 3 bis 5 Gramm irgendwie bestätigen. Das heißt, falls ihr die in der Ladephase nehmen wollt, das ist völlig in Ordnung. Das beruht einfach auf der schnellen Erstbefüllung von euren Kreatinspeichern. Aber es, wie gesagt, gibt keine Studie, die das belegt, dass es irgendwie von Vorteil ist, das zu machen. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. 3 bis 5 Gramm am Tag ist wirklich völlig in Ordnung. Wenn ihr Kreatin zu euch nehmt, trinkt bitte viel. Es ist wirklich sehr wichtig, viel zu trinken. Zweitens, es gibt keine Studie, die belegt, dass ihr zum Beispiel eine Ladephase oder sowas braucht. Drittens, Kreatin gehört wirklich zu den best erforschtesten Nahrungsergänzungsmitteln der Welt und zählt auch absolut zu den wirkungsvollsten. Deshalb kann ich wirklich für Kraft und für Schnelligkeitssportler Kreatin durchaus empfehlen, das zu nehmen, für Vegetarier und Veganer auch. Und falls ihr Ausdauersport macht, macht es eher weniger Sinn. Außerdem kann ich euch noch empfehlen, nehmt wirklich Creapur bzw. Kreatin Monohydrat und nicht solche Sonderformen und teuren Formen wie Kreatin HCL, Crea Alkalin und keine Ahnung was alles gibt. Auf jeden Fall bringen die euch keine erheblichen Vorteile, die bringen nur den Ernährungsmittelherstellern einfach mehr Geld. So, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war jetzt wirklich ein sehr langes Video. Ich hoffe, ich konnte euch dennoch helfen. Wie gesagt, falls ihr noch andere Supplemente sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kann ich da auch ein Video machen, die versuchen wissenschaftlich euch zu erklären. Und dann würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann gebt wirklich einen Daumen nach oben. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal, das würde mich wirklich freuen. Und genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.